4Life hat für Sie hinter die Kulissen der Zauberflöte geblickt. Sie singen die Partie des Monostatos. Welche Hintergründe gibt es, dass Sie schwarz geschminkt wurden? Die Rolle ist ein Schwarzer, ist ein Mohr, der im Dienst des Sarastros steht, als praktisch als Aufpasser auch über sein Heer von Sklaven. Er muss schwarz sein, es wird so im Text auch immer wieder erwähnt, ist ein großes Thema. Gehört diese Rolle zu den Rollen, die man unbedingt im Repertoire haben sollte? Als Spiel- und Charaktertenor ja, schon. Weil das ist, ich weiß nicht, wie viel der Zauberflötenproduktion, die ich jetzt mache, und die gehört einfach zum Repertoire, ja. In meinem Fach hat man die drauf. Das ist eine Rolle, die für einen Amateur zu leicht und für einen Profi zu schwer. Also je weiter ich komme in meiner Karriere und je weiter ich mich entwickle, desto mehr merke ich, wie schwer die Rolle eigentlich ist. Was ist das Besondere an dieser Inszenierung in Bregenz im Kornmarkttheater? Ich finde, das Besondere daran ist, dass die Regisseurin sehr direkt am Text dran ist und die Texte sehr, sehr wörtlich nimmt und von daher auch die Rollen sehr von dem Text her angegangen ist. Also weniger von einem ideologischen Hintergrund oder so, sondern genau geschaut hat, was wird in den Dialogen, in den Texten eigentlich gesagt. Und von daher die Beziehungen untereinander, so widersprüchlich sie sind im Text, wenn man den Text genau liest, da genau reingegangen ist, da kommen schon viele, viele Merkwürdigkeiten drin vor. Es wird nicht zugunsten einer Rolle so interpretiert oder so interpretiert, sondern sie nimmt genau das, was da steht. Und dadurch entstehen Fragezeichen, viele Fragezeichen, die letztendlich nicht gelöst werden können, weil Mozart keine eindeutige Antwort gibt oder der Text, das Libretto keine eindeutige Antwort übrig lässt. Und das Besondere hier finde ich, dass ein Systemwechsel praktisch gezeigt wird. Einmal das Reich der Königin der Nacht, das für das alte System steht, dann das abgelöst wird von dem Reich des Lichts, der Weisheit und des Wissens, das Sarastro vertritt und die Priesterschaft. Und das wird hier dargestellt in einem, praktisch in einem, wie ein Regierungsgebäude, das Schloss der Königin, wo sie praktisch rausverdrängt wird und das Neue rein einzieht. Das wird in einem Raum gespielt und ich finde, das ist schon sehr besonders. Dieser fließende Übergang vom einen System ins andere. Witzigerweise ist es in der Politik, im Weltgeschehen, gerade sehr aktuell. Also insofern ist es eine brandaktuelle Inszenierung. Zu der Künstlerpersönlichkeit als Solist, muss man sich da immer warm halten? Müssen Sie dazwischen, zwischen den Aufführungen, die ja streckenweise immer zweimal pro Woche stattfinden, noch woanders singen? Wie machen Sie das? Glücklicherweise habe ich gerade relativ wenig zu tun an meinem Stammhaus in Wiesbaden. Ich muss ab und zu mal geschwind nach Wiesbaden fahren, habe da eine Vorstellung, aber Gott sei Dank jetzt gerade keine Proben, sodass ich relativ entspannt hier sein kann. Es ist auch interessant, sich dann mit den anderen Kollegen auszutauschen, was sonst nicht so möglich wäre, wenn ich zu viel zu tun hätte. Also im Augenblick ist es gerade ganz günstig.